Es gibt ein paar Themen, die hier vielleicht ein bisschen untergegangen sind in den letzten 3 Tagen. Reden wir auch über das, was sonst noch so los ist, mit dem stellvertretenden Fraktionschef Konstantin Kuhle. Willkommen bei Phoenix. Moin, hallo. Herr Kuhle, die FDP hat sich jetzt hier in den letzten Tagen auch sehr abgegrenzt von dem grünen Koalitionspartner. Sie haben vor ein paar Wochen mal gesagt, das muss jetzt mal Schluss sein mit dieser ständigen Streiterei in der Ampel. Ist das jetzt nicht eigentlich hier ein neuer Sprengstoff für die Koalition? Also es ist ja in einer Koalition, die aus 3 unterschiedlichen Parteien besteht, ganz normal, dass man miteinander ringt. Das war auch in jeder Bundesregierung bisher so. Wir erinnern uns daran, dass anhand der Migrationspolitik die Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU während der Regierungszeit von Frau Merkel fast auseinandergebrochen ist. Das ist kein gutes Beispiel. Stattdessen muss die Ampel inhaltlich miteinander diskutieren. Und hier hat ja Robert Habeck jetzt ein Gebäudeenergiegesetz vorgelegt, das so für die Freien Demokraten eben nicht zustimmungsfähig ist. Und eine selbstbewusste Partei, die kann das auf einem Parteitag auch offen aussprechen. Da sagen Sie jetzt, das soll noch mal geändert werden. Wie eng sind die Fesseln, die die FDP den Grünen hier vorgibt und der Ampel? Der Bundesparteitag, ist das verbindlich? Also der Bundesparteitag hat der Bundestagsfraktion einen klaren Rahmen vorgegeben. Wir wollen, dass marktwirtschaftliche Prinzipien auch bei der Gebäudeenergie eine Rolle spielen. Klimaschutz ist wichtig, auch Klimaneutralität im Gebäudesektor ist den Freien Demokraten ein Anliegen. Aber wir wollen eben auch die ländlichen Regionen mitnehmen. Wir wollen auch die Menschen mitnehmen, die gerade investiert haben in eine Heizung. Und wir wollen auf Anreize setzen. Niemand muss glauben, dass es sich jetzt lohnt, langfristig auf neue Gas- und Ölheizungen zu setzen. Wer aber aufgrund seines Lebensalters, wer aufgrund der Gebäudesubstanz, wer aufgrund der Region, in der er lebt, keine andere Entscheidung gerade treffen kann, den wollen wir eben nicht alleine lassen. Und deswegen Gebäudesubstanz erhalten, Marktwirtschaft stärken und Klimaschutz, das sind alles Aspekte, die zusammengehören. Und da muss die Fraktion sich jetzt dran halten, an das, was die Partei beschlossen hat. Sie sind ja Mitglied dieser Fraktion im Bundestag. In Niedersachsen, wo Sie jetzt Landesvorsitzender sind, gibt es keine FDP-Fraktion mehr. Da sind Sie aus dem Landtag rausgeflogen. Die letzten Landtagswahlen waren für die FDP ziemlich enttäuschend. Jetzt stehen in diesem Jahr 3 an. Haben Sie eigentlich eine Schmerzgrenze, wo Sie sagen, da muss man sonst am Ende die Ampelkoalition verlassen, wenn das jetzt so weiter abwärts läuft? Also jede Landtagsfraktion, die die FDP nicht mehr hat, ist ein ganz schmerzlicher Verlust. Wir haben jetzt in Niedersachsen eine rot-grüne Landesregierung und die macht eine ganz andere Politik als das, was wir uns vorstellen, insbesondere im Bereich der Bildungspolitik. Aber wenn man den Automatismus verfechtet, dass eine sozusagen Verschlechterung bei Landtagswahlen dazu führen muss, dass man die Ampelkoalition verlässt, dann kaufe ich das nicht so richtig ab. Denn, das heißt, Sie haben Ihre Schmerzgrenze ist noch nicht erreicht. Naja, ich befürchte, dass eine Partei, die sagen würde, wir stehlen uns aus der Verantwortung in einer Zeit, wo wir einen Krieg mitten in Europa haben, dass die erst recht bei den Bürgerinnen und Bürgern auf Unverständnis stoßen würde. Und deswegen bleibt der FDP nichts anderes übrig, als Regierungspartei erwachsen zu werden. Also einzugestehen, dass man Teil einer Ampelkoalition ist, damit auch zu leben, aber gleichzeitig eben eigene Inhalte durchzusetzen. Und da ist der Parteitag jetzt eine ganz gute Wegmarke. Dann greife ich das mal auf. Erwachsen werden, dann sind Sie jetzt mit der FDP noch in der Pubertät. Da ist man ja teilweise ein bisschen, ich sag mal, von den Emotionen geleitet. Sie haben jetzt hier über Fracking was beschlossen, über Mini-Atomkraftwerke, über Kernfusion. Christian Lindner hat vor einem Jahr mal gesagt, erneuerbare Energien sind Freiheitsenergien. Ist das dann hier eine Rolle rückwärts? Ja, die FDP hat ja in der Ampelkoalition das Wind-an-Land-Gesetz, das Wind-auf-See-Gesetz mitbeschlossen und sich daran beteiligt, dass die Planungsbeschleunigung gerade für erneuerbare Energien weitergeht und auch schneller wird. Und das ist auch genau richtig. Aber wir haben in den letzten Jahren so oft gesehen, dass neue Technologien gerade von den Grünen schlecht geredet worden sind. Und das ist eben nicht die Art und Weise der FDP, an Probleme heranzugehen. Und ich empfinde es auch als einen Akt der Heuchelei, dass wir unsere russische Gasabhängigkeit ersetzen durch Importe aus anderen Ländern, Norwegen, Niederlande, das ist alles besser als Russland, aber unsere eigene heimische Gasproduktion um nicht ein einziges Prozent gesteigert haben. Das ist doch Heuchelei. Wir lagern Fracking aus an andere Staaten, an die Vereinigten Staaten, aber wir selber wollen uns nicht die Hände schmutzig machen, ähnlich wie beim Thema Kohle und Atom. Und das halte ich einfach für ein Problem und ein Stück weit bringt die FDP damit eine energiepolitische, realistische Sichtweise in die Ampel, die der Bundesregierung, glaube ich, ganz gut tut. Das sagen Sie. Auf der anderen Seite, wenn wir nochmal auf das schauen, was hier eigentlich wenig zuvor kommt, auch auf dem
dem Parteitag ist das Thema Migration, Rechtsstaatlichkeit. Die Flüchtlingszahlen sind ja weiterhin hoch. Es gibt viele Kommunen, die sagen, die Unterbringung ist so nicht möglich. Es fehlt an Geldern für die Unterbringung. Muss da der Bund mehr tun? Es gibt ja bald einen Migrationsgipfel in Berlin in wenigen Tagen. Oder wie Ihr Fraktionschef sagt, sind die Länder in der Pflicht, das zu bezahlen? Also Deutschland braucht mehr reguläre Migration. Das geht aber nur, wenn wir weniger irreguläre Migration haben. Beides gehört zusammen. Und insoweit muss Deutschland seine Migrationspolitik insgesamt klarer regeln. Ich bin froh, dass wir schon in der nächsten Woche in der ersten Lesung im Bundestag über ein Einwanderungsgesetz sprechen werden, mit einem echten Punktesystem nach dem Vorbild erfolgreicher Einwanderungsländer wie Kanada. Das ist etwas, wofür die FDP jahrzehntelang gekämpft hat. Und dass wir das nächste Woche in den Bundestag einbringen, das kann auch dazu beitragen, dass die Zahl der irregulären Einreisen runtergeht. Und das ist etwas, was wir sehr stark verfechten wollen. Irreguläre Einwanderung soll runtergehen, sagen Sie. Dann nochmal die Nachfrage, wer denn dafür aufkommen soll. Weil ja zwischen Kommunen, Ländern und Bund die Frage im Raum steht, wer auch die Flüchtlingskosten, die in dem hohen Maße anfallen, übernimmt. Ich will der Frage nicht ausweichen, aber ich bin davon überzeugt, dass man dieses Problem nur gemeinsam in den Griff kriegt. Die Kommunen sind die erste Anlaufstelle. Die Bürgermeister ächzen unter den Zahlen. Wir haben im letzten Jahr ungefähr 1 Million ukrainischer Vertriebener gehabt, die ins Land gekommen sind. Zusätzlich über 200.000 Antragsteller auf Asyl, insbesondere aus Afghanistan, aus Syrien und aus dem Irak. Wenn diese Zahlen sich in diesem Jahr erneut darstellen, dann ist das zu viel für die Kommunen. Und deswegen muss man die Kommunen entlasten. Das tut der Bund, indem er Immobilien zur Verfügung stellt. Das tut der Bund auch, indem er Gelder zur Verfügung stellt. Nur muss dieses Geld dann von den Ländern auch an die Kommunen weitergeleitet werden. Unterm Strich ist aber die europäische Ebene gefragt. Ich bin dafür, dass an der europäischen Außengrenze vermehrt über Asylanträge entschieden wird. Eben auch, damit Menschen sich nicht auf diesen gefährlichen Weg nach Europa machen und dabei möglicherweise sogar ums Leben kommen. Das war jetzt ein Rundumschlag von Konstantin Kuhle, dem stellvertretenden Fraktionschef der FDP. Herzlichen Dank. Sehr gerne.